Ein herzlicher Gruß nach Bietigheim-Bissingen, meine Damen und Herren. Sie wählen jetzt den Landtag von Baden-Württemberg. Am 14. März ist die Landtagswahl. Und da geht es um viele Fragen für Ihre Zukunft, die im Landtag entschieden werden. Die Entwicklung des ländlichen Raums, die wirtschaftliche Entwicklung, wie sichern wir die Quellen unseres Wohlstands durch neue Technologie, wie modernisieren wir unser Bildungswesen. Ich möchte Ihnen unsere Kandidatin Elvira Nägele herzlich empfehlen. Sie ist eine Persönlichkeit, die als Freiberuflerin, sie ist Architektin, weiß, wo dem Mittelstand der Schuh drückt, von der Bürokratie angefangen, über die Fragen der Belastung mit Steuern und Abgaben. Sie weiß als Mutter und als Ehrenamtlerin, welche großen Herausforderungen wir im Bereich der Schulen und der Bildung insgesamt haben. Und ihr liegt als Bürgerin die ökologische Entwicklung, der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen am Herzen. Und deshalb ist sie ihre gute Vertreterin im nächsten Landtag von Baden-Württemberg. So wie die Freien Demokraten, die Vertreter ihrer Freiheits- und Bürgerrechte sind, die niemals wieder so eingeschränkt werden dürfen, wie das während der Pandemie der Fall war. Niemals wieder dürfen wir in einen solchen Ausnahmezustand geraten. Und deshalb machen Sie mit Elvira Nägele die Freien Demokraten im nächsten Landtag von Baden-Württemberg stark für Gestaltung in den 20er Jahren und für ein Signal in die Bundespolitik, dass hier in Berlin im Herbst auch mit starken Freien Demokraten zu rechnen ist. Denn auch im Bund, da wird sich manches ändern müssen, damit wir unsere Zukunft gut gestalten.